Hallo, na! Moin, Freunde, was geht ab? Wir sind wieder da. Wir sind wieder da. Live aus dem Livestream. Stell dir vor, live aus dem Livestream, wie ist das? Du bist aber. Hallo, YouTube. Räuber die Böcks in die Gehölzen. Wie war das noch? Hallo, YouTube ist wieder soweit, ne? Ja. Frank und Marvin reagieren auf irgendwas. Uns wurde vorgeschlagen. Da muss ich mal eben hier, zack, bitte, zack, dies, das, vorgeschlagen. Zack, bitte, dies, das. Wir reagieren selber auf Märchenasozial Teil 4. Also, wir gucken uns das an. Wir, also pass auf. Jetzt wird's wild, ja. Die Macher auf ihr Werk reagieren. Genau. Also, ne, also seht ihr. Also heute wirklich. André, der Ehrenbruder. Ne? Quantenphysik-Scheiß und so. Genau, und die reagieren jetzt darauf. Guck und mal, wir so reagieren darauf, wie die reagieren. So Orangenmix. Ne? Reaper hat in der zweiten Englische auch. Ab geht's. So, Freunde, wir gucken uns das jetzt mal an hier. Übrigens, der Rahmen ist leider immer noch dick. Ja, der wird noch dünner gemacht. Das kommt, weil wir auch ein bisschen dicker sind. Dann ist der Rahmen einfach mitgewachsen. Ich bin gespannt. Mal gucken, ob wir gleich wieder... Ich achte übrigens gleich darauf, ob wir das Bild... Ich weiß ja nicht, wo die ihre Facecam jetzt dahinter haben. Da müssen wir eben dann mal drauf achten. Ne? Unser Urlaub steht an, das heißt, wir dachten, feiern wir das einfach mal ein wenig mit etwas nicht-alkoholischem. Und wir dachten, wir reagieren einfach mal selber auf unser Märchen in einer sehr, sehr guten Stimmung, in der wir uns auch gerade befinden. Es ist so ein Reaktions-Commentary. Das heißt, wir erzählen euch mal so ein paar Background-Stories zu Märchen Asozial 4, was eigentlich drumherum alles passiert ist, denn es ist eine Menge passiert. Also, fangen wir mal an. Ich bin gespannt. Guck mal hier, auf! Genau richtig. Gehen die auf die andere Seite. Jetzt hat er die Socke auf dem Oberschenkel liegen. Ja, für später. Kann man doch mal gebrauchen. Ah, ne? So, was wird ihm so vorgeschlagen hier? Unge, für laute Bullien. Warum sie wieder nicht? André, regel das bitte. Ne? Danke. Das haben wir nie gesehen. So, hier kann man schon mal sagen, dass wir glücklich sind, dass ihr endlich mal gecheckt habt, dass die Kassette sich permanent am Drehen ist. Alter, mit Special Effects zum Ranzoomen, oder? Können wir das nicht? Ja. Ah, okay. Gut. Da müsste ich nochmal ein neues Donation Goal aufbauen. dann könnten wir das vielleicht auch. Ne? Hier, ich kann das mal einbauen. Hier, zack, wir müssen erstmal dieses Donation Goal regeln, dann können wir das andere lassen. Aber ich finde, an sich finde ich es jetzt interessant, so dass jetzt auch mal von denen so noch diese Hintergrundinformation kommt. Ist ganz cool. Ja. Oder? Ist auf jeden Fall cool. Ich bin jetzt auch gespannt, was jetzt kommt. Ja. Das ist der erste Storytime. Thomas hat das Wort. Ihr müsst wissen, Thomas organisiert halt die Locations, die Statisten und so für den Dreh. Und eben halt auch eine Waschmaschine mal für den Dreh. Ich glaube, das war mit der Grund, weshalb es 6 Wochen verschoben wurde, das Video. Das wisst ihr gar nicht, wegen dieser Waschmaschine. André, was ist eigentlich los? Ist doch schon, das ein oder andere Glas Milch wurde da schon getrunken, glaube ich, ne? Auch wieder, also on point angehalten, finde ich ja, ne? Nee, er ist eine gute Laune. Oder? Einfach on point angehalten? Ja, gut, kann natürlich auch sein, ne? Maschine, das Video. Ihr müsst ja wissen, die kommen ja immer so mit so Ideen an, so schreiben da irgendwelche lustigen Gags und so weiter. Und dann kamen die halt schon mit den dümmsten Sachen auf mich. Ich lurke nur. Ach, André. Melissa haut 1 Euro raus. Hallo YouTube. Melissa, du wolltest sparen. Klasse, genau, also. Aber trotzdem vielen Dank für deinen Euro. André, was gab's denn da zu trinken? Erzähl mal. Jetzt kannst du ja sagen. Kannst du eben einmal. Du hast doch Orangenmix, siehst du doch. Ja, irgendwas mit Fanta, ne? Vielleicht? Was? Oder was hat man früher auf dem Dorf noch? KGB, ne? Korn, gelbe Brause. KGB, Alter. Da ging's aber auch regab. Das seid ihr. Habe ich schon eine Korn. Und dann sagten die halt irgendwann, ey Thomas, wir brauchen eigentlich so eine Waschmaschine. So, ja klar, wo denn? In welchem Waschraum brauchen wir die denn? So, ja. Und dann kommen die an, irgendwo im Feld in der Eifel. So, das ist der fucking Eifel, wo wir hier sind. So, ja. Und da brauchen die so eine scheiß Waschmaschine. Ja. Und da kam ich einfach nicht drauf klar. Das war der Punkt. Zum ersten Mal. Kurze Frage. Ja. Wird da hinten geschlafen? Scoop di di whoop, whoop di di scoop. Weiß. Whoop di di scoop poop. Shobi, vielen Dank für deinen Follow. Danke, danke. Schreib mal rein, schläft. Also die Augen sind doch zu oder nicht? Hier wird gerade alle gucken ja, und da hinten ist alle, bewegungslose. Echt, oder? Seit Jahren hier, dass ich sagte.
Wer weiß, wie lange die ja schon am Milch trinken sind. Ja, am Fanta. Fanta trinken, ja. Irgendwann kickt die Fanta halt auch rein, ne? Das ist halt. Dann bist du müde halt, ja. Ne? Nee, jetzt ist Schluss. Aber dann kommt der typische Thomas, der immer kommt beim Dreh. Mhm. Er kommt mach ihn mal nach. Mal eine ganz andere Idee. Wie wäre das? Eine Waschmaschine? John schläft einfach. Er steht wirklich. Oh Gott, wie geil. Er denkt sich, Bruder, was ist los? Oh hier, André, ich habe das Gefühl, egal wo ich mal Streams gucke und Hallo sage, fangen die Menschen an, Reaction von uns anzumachen. Ich mach mal Wäsche. Ja, André, du, also jedes Mal, wenn du jetzt hierher kamst, hast du gefragt, ob wir die Reaction schon angeschaut haben, beziehungsweise ob wir uns die anschauen sollten, ne? Nein. Nicht? Er hat nicht gefragt. Dann habe ich jetzt gerade Müll erzählt. Aber wurde von den anderen. Das stimmt, aber du kamst halt spontan rein, wo es vorgeschlagen wurde. Oder möchtest du dir andere Reactions auch noch von uns angucken? Das kann natürlich auch sein. Du musst halt eben noch einen Moment bei uns bleiben. Da pennt er wirklich, ne? Da. Er schläft einfach. Das ist einfach Next Level, Alter. Okay. Thomas kommt irgendwann immer an und sagt, ey, wie wäre das? Mal eine ganz andere Idee. Wenn wir die Waschmaschine einfach aus dem Karton basteln, wäre das funny. Nee, er sagt, das fände ich persönlich viel witziger. So. 3 Wochen lang habe ich euch alle gehasst. Allein, dass das Ding so scheiße schwer ist. Es ist übrigens Johns Waschmaschine. Und Waschmaschine war halt einfach so ein geiles Wort. Da kommt noch mehr später. Waschmaschine 500 PS, gönn mir den Sound. Da war auch so, ich so, Vince, wie sieht's aus? Willst nicht so einen Sound reinmachen? Der so, sehe ich nicht. Und hat eine halbe Stunde diskutiert mit ihm. Leider fehlt er gerade, aber Respekt an Vince. Ja, ey. Applaus. Und jetzt. Wir sagen, ey. Meckes Gläser. Und er sagt, wie Meckes Gläser. Und wir so die in Regenbogenfarben. So, die gibt's nicht. Nirgendwo. Ich hab 42 Euro für dieses Fakt. 42 Euro. Ein Go kostet 42 Euro. Du hattest recht. Das ist eine Mehrsteigerung. Tanzverbot, Alter. Der hat den hier. Als Maul. Tanzverbot hat auch. Der ist losgefahren und hat seinen Coupon-Code gezeigt. Und hat gesagt, hier, ich will Meckes Gläser. Und hat sich die geholt. 42 Euro. Und der hat aber so einen Karton noch. Wertsteigerung! Der hat das Game adaptiert! 42 Euro! Ja, Tanzverbot ist bei Millionär. Komm in die WhatsApp-Gruppe, Alter. Braucht er nicht! Tanzverbot hat Regenbogengläser. Oh. Euro teilweise, müsst ihr euch vorstellen. So, aber hat sich das gelohnt, Leute? Ja. Ja. Alter, was das? Sag voll Scheiße! Was kann das nicht sein? Sag voll Scheiße! Brunnen ist ja auch so ein Thema. Alter, Brunnen. Ihr denkt, der Brunnen ist in der Nähe. Gar nicht, der Brunnen ist einfach in einer anderen Stadt. Im anderen Land. In einem anderen Land fast. Also Thomas erklärt einen Brunnen, der in der Nähe ist. Der auch ein sehr schöner Brunnen. Der kein Brunnen war. Ja, das war viereckig mit so einem Dach drüber. Wie so eine Grillbude sah der aus. Also ich persönlich finde das ganz cool, wenn der Brunnen diesmal eckig ist. So, hä, was? Okay, wir mussten zu John fahren, zu ihm, quasi zu seinen Eltern, weil er einen Brunnen hatte im Garten. Und es war so weit weg von der Location. War das schon da, wo wir einbrechen mussten? Okay, warte, Storytimes. Das heißt, wir mussten zurück zu Johns Eltern fahren. Diesmal dachten wir, ey, es kann nichts schief gehen, weil es gibt immer so Probleme, John muss Schlüssel abholen bei seinen Eltern im Restaurant oder sonst was. Und auf einmal kommt er so zurück, so, ey, mein Schlüssel ist kaputt. Kommt der mit einem verbogenen Schlüssel an. Hä, hey, was macht... Mitte? Ja, Mitte, bist du hier? KPM, hallo? Mann. Muss jetzt einer die Garage hochklettern in den Garten und da aufmachen. Oh Gott, Thomas klettert auf die Garage. Er schreit die ganze Zeit, weil er Höhenangst hat, der Thomas. Müsst ihr euch vorstellen? Oh, ich hab's wenigstens gemacht. Ich bin da wenigstens hochgekommen. Dann kommt der Nachbar irgendwie und sagt, hey, kann ich euch helfen? Und er, ja, haben sie einen Schlüssel? Ja, aber wenn ihr keinen habt, habt ihr dann nichts zu suchen. Er hat uns irgendwann dann vertraut, weil der John hat irgendwie Ausweis gezeigt. Mein Schlüssel zeigt, den verbogenen. Den verbogenen Schlüssel. Er meinte, keine Sorge, ich mach das, geht zum Schloss, dreht einmal komplett
komplett durch, Schlüssel abgebrochen. Was passiert hier gerade? Erstmal, Thomas ist gerade auf dem Dach, der Schlüssel ist zur Hälfte abgebrochen. Dann hat er erstmal eine Leiter geholt, um Thomas von der Garage zu holen. Und hat dann dieses Ding da rausgepopelt aus dem Schloss und meinte, haben wir gefragt, ey, was machst du denn eigentlich beruflich? Ja, ich bin Schlosser. So, nee, Schlüssel, wie viel Geld kann man haben? So, ah, Alter, Alter. 30 Alter, es wird ewig. Bock zu küssen? Ey, Kelly macht jeden Schritt. Kelly ist wirklich so, ist genau so. Ne, die ist viel verrückter. Aber die ist halt authentisch. Die ist, ey, authentisch. Die ist wirklich authentisch. Wenn sie kommt und 8 Stunden warten muss, dann ist es authentisch. dann ist es eben nicht so schlimm, weil die einfach mit uns chillt, weil die einfach zu uns gehört. So. Kelly, einmal Applaus für Kelly. Das ist ja mein persönliches Lieblingskostüm, ne? Keiner actet hier. Es ist einfach nur ein One-Taker. Wir sagen so, ey, ich roll dich jetzt einfach. Wir haben noch ein paar Steine weggelegt. Er lacht ja sogar noch. Das ist halt... Machen wir weiter, Gutes, minderwertiges Holz. So, da können wir direkt mal einsteigen. Geppetto ist ja Italiener. Ja, und er, wie man auch im Rap-Part hört. Und er rutscht immer wieder in so einen Russen ab. Und dann haben wir gesagt, ey, egal, dann bist du jetzt einfach Russe. Obwohl wir schon 10 gedreht haben hier. Aber das war auch eigentlich komplett spontan, weil da unten eine Kettensäge lag. Wir haben es halt 2-mal gedreht einfach. Scoop-di-di-woop. Woop-di-di-scoop. Whoop-di-di-scoop-poop. Nordische Kriegerin, vielen Dank für dein Follow und danke, herzlich willkommen. Ne? Was geht ab? Yay! Yay! Ich weiß nicht, warum so wenige Leute gelacht haben bei der Szene. Ey, wir haben uns eine halbe Stunde lang besiegt. Die Geist. Yay! 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 Ey, die nächste Szene hat auch keiner gecheckt. Ja. Keiner gesehen mit dir. Was war denn die Szene? Kleiner Sadist war. Wir haben das gecheckt! André, wenn du jetzt nicht gerade deine Wäsche machst hier, sag Bescheid, wir haben es gecheckt. Kommt, Jungen, extra. Das hat niemand gecheckt mit dem Bart. Das ist aber auch spontan entstanden, ne? Das ist auch sehr spontan entstanden. John saß da so und dann, okay, cut. Und dann hat er so einen Niester gehabt, wie er das immer stimmt. Hat, ne? Ey, Thomas, wäre mega witzig, wenn du Nylonfaden holst und mit dem Bart so wegfliegen lässt. Genau. Ich dachte, der Bart fliegt halt so weg. Ey, ganz ehrlich, ich finde diesen Song so nice. Der ist so gut. Der ist so gut. Ja. Auch von den Reimen, die sind so einfach gehalten, aber dennoch so witzig. Bisschen Geppetto, jetzt sind wir doch wieder Italiener bei. Wir legen ja voll viel Wert auf so Reimketten letztendlich, ne? Geppetto, geschwächt, Bro, ich fühle mich so schlecht, yo. Klar, das sind jetzt einfache Reime, aber dennoch achten wir so ein bisschen auf diese Phonetik, auf den Klang. Deswegen gehen so ganz viele Songs halt auch voll ins Ohr. Bemerkt man eher so unterbewusst. Ich mag Reime einfach voll gerne. Ich bin voll traurig, wenn wir einen schlechten Reim nur gefunden haben. Richtiges Werk beäugte. Irgendwas stinkt komisch. Ja. Zickablieren uns. Ey, wir wussten erst nach dem Dreh, was zickabliert heißt. Was? Geschwächt, Bro. Presto. Geh doch von netto. Presto, presto. Mach mal ein bisschen Tempo. Da ist ein Mike einfach im Bild, Leute. Das ist so oft in diesem Dreh. Das ist so oft. Aber hier hat der Vince mir Feedback gegeben, wie ein Italiener rappen würde. Und es hat funktioniert. Deswegen bin ich auf einmal Italiener hier wieder. Dass ich das doch mal erleben kann. Oder bin ich vom Nutzen aus erzählt? John, komm rüber. Ja, komm rüber, John. Die Leute wollen Barbara sehen. Kennt ihr noch? Ich bin die Barbara. Wir hätten sogar Insider-Merch von Barbara. Und dann haben wir drauf geschaut und dachten, nee, das kauft doch niemand. Wer kauft denn? Ich bin die Barbara. Ist so dumm. Ist ja nicht Alkohol. Oh, meine Jungs, ja, okay. Scheiße, ein bisschen. Boah, Alter. Dir ist schon gar keiner gefeiert, ne? Das ist der gefeiert. Alter, dieser Shot. Ich hab so gelacht, weil das Messer viel größer ist, als wir dachten. Ja, aber man sieht. Stopp. Warte mal, stopp. Ich muss aber auch sagen, diese ganze Szenerie, ne? Das kann man nicht besser setten. Das hat er auch am Set immer gesagt. Hollywood kann das nicht besser setten. Alleine die durchgebogenen Regale da. Thomas' Kommentar vor Ort. Wow, allein diese Regale sehen so richtig durchgegangen aus. Und wir so, Thomas, die sind durchgegangen. Ey, nicht mal in Hollywood machen die sowas. Ja, aber in Hollywood kostet
kostet sowas 1 Million Euro. Übertreibt doch der Lage so. Mann. Ich hab nicht vergessen, wie das Messer war. Das Messer, wie geil das so ins komplett durch dieses Weitwinkel einfach so in die Ecke geschossen wird, auf einmal erscheint und viel größer ist als ein Real. So, nächste Story. Okay, nächste Storytime Nummer 4. Okay, der Toast. Die Leute hier, ne? Um mich rum schreiben diese scheiß Texte und schreiben mir dann so, ey Thomas, wir brauchen ganz dringend 2 D-Mark und 1 D-Mark. Eine Währung, die es seit wie lange nicht mehr gibt, keine Ahnung, 2000. Ich musste dann noch mit so einer alten Frau verhandeln, die mir so ein D-Mark-Stück geben wollte und alles. Mega der Stress. Und im Ende sieht man nichts, es ist ein Stück Silber. Ich hätte denen das aus so einem Stück Alufolie machen können. Scheiß. Da seht ihr mal, wie authentisch wir. Ey, ohne Witz. Ja. Ey, dafür nochmal Likes. Ey, nicht mal ein Hollywood. Aber. Da kostet das dann nur 1 Million Euro. Mikro, die zweite. Mikro. Ey, das habt ihr noch gar nicht gesehen, das Mikro. Das ist echt? So, das kann man nicht übersehen. Wie die der Bohne. Da bin ich wieder auf Lust. Also, die sind ja genauso lost wie wir, wenn wir irgendwelche Aufnahmen machen. Ja. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte hier. Ich bin aber ganz normale Menschen, Marvin. Ach so, ja. Echt? Ja. Ich dachte, das sind was jetzt. Du denn? Mann, ey. Mach weiter, ey. Ganz ehrlich. Mach weiter, Alter. Mit dir zu, das ist ja auch wieder. Die sind ja genauso los. Was macht eigentlich hier die große Figur mit der kleinen Figur da? Das ist nur. Anderer Winkel. Ach so. Ich gehe auch schon gekrümmter auf einmal. Mann, Hobel! Das haben wir gar nicht angesprochen. Ne? Der wird über komplett Pinocchio wird der immer älter. Geht immer gekrümmter. So. Spätestens bei dem Bubele ist er jetzt ein italienischer Russe, der eigentlich Jude ist. Der eigentliche Bubele ist ja jiddisch. Hebräer. Hebräer ist alles. Ist alles so. Aber nicht Geppetto. Mein Vater, der was? Das haben auch ein paar verstanden, fand ich cool. Schein. Aber das war halt auch wieder so eine typische Szene, die niemand gecheckt hat, aber für uns mega funny war. Mit dem Kaputtmachen gerade hier. Wir dachten so, Pinocchio ist so ein schwer erziehendes Kind so. Und macht gerade während Geppetto Geld für ihn verdient, halt Dinge kaputt. Das ist schon geil! Und da wurde er plötzlich auch zum Russen. Aber Papo, er sagt Papo, damit wir noch in Italien bleiben. Es war auch so random. Wir wollten immer shooten, wir haben alles gesettet und so. Kelly, okay, hier der Rap-Part, dies, das. Und dann shooten wir und sehen so, John hat einfach eine Kippe im Ohr. Der hat so sein eigenes Ding gemacht auf einmal mit seiner Kippe. Er hat die einfach überall versteckt. So. Aber keiner hat die gesehen. Stimmt. Ey, darüber hat auch haben wenige Leute gelacht. Niemand. Aber man muss sagen, Kelly hat auch hier wieder komplett gerockt. Ja, ich kann mir niemand besseres vorstellen als Kelly. Deswegen nochmal ein Applaus. Sie hat das einen Tag vor Upload aufgenommen. Was? Weil sie das Urlaub war. Das heißt, bis dahin gab es nur die Version mit Juice-Stimme. Richtig cool. Dieser Effekt wurde auch kurz vorm Upload noch gemacht. Ja. Dann ist der PC abgeschmiert. Da ist der PC, alles war so ein Trigger-Moment für mich. Ja, aber du nicht speicherst, Junge. Alter. Also wir haben einen PC hier, der stürzt halt jede 5 Minuten ab. Ja. Und Erik speichert halt alle 6 Minuten, das ist das Problem. So, wir machen weiter. 31, ich bin meine Rache. Das war auch so witzig, dass Unge einen Tag vorher sich die Seiten auf Null rasiert. Ja, ey. Das war wieder so eine peinliche Situation. Ich war in diesem Karnevalsladen. Ihr müsst ja wissen, ich bin ja in jedem Karnevalsladen in ganz Nordrhein-Westfalen unterwegs für diese ganzen Videos aktuell. Und ich nehme mir dieses Kostüm von dieser Fee, lege das an die Kasse und die Frau guckt mich so an. Passt das Ihnen? Er sagt sie Holzfirma Plage. Holzfirma. Ja, Holzfirma. Aber das ist so der Dialekt, den Kelly spricht, weil es heißt eigentlich Holzwürmer Plage. Ey, Alter, bei dem Short, ich hatte so oft diese Schnur im Auge. Meine Augen sind nicht groß, aber trotzdem mein Auge, Alter. Meine Augen. Überschminken. Ey, mit diesen Kurden hatten wir auch voll die Diskussion, ne? Ich war ja eigentlich für wegschminken, die Kurden. Nee, ich war dafür, die dran zu lassen. Mit Mastix, das ist so ein ganz, ganz fieser Kleber. Da kannst du die Nase reinmachen, hast du nicht diese Kurbel dran. Weil Joe meinte, ey, wir müssen in die Nase diesen Kleber reintun, auf deine Nase tun. Und dann meinte ich, wie soll ich denn dann atmen? Und dann musst du das einatmen. Was mit dem Hintergrund?
Was? Muss man nur auf Hintergrund achten. Das ist so ein ganz, ganz fieser Kleber. Da kannst du die Nase dran machen, hast du keine, nicht so Kurbeldrang. Weil Joe meinte, ey, wir müssen in die Nase diesen Kleber reintun, auf deine Nase tun. Und dann meinte ich, wie soll ich denn dann atmen? Dann musst du das einatmen. So, was? Ja, aber bei welchen Anzahl haben wir immer geguckt, dass wir die wackesten Kostüme kriegen? Die, die am bescheuersten aussehen, die brauchen wir. Oder die, die am billigsten waren. Bei der Schnur hat sich Joe übelst beschwert. Aber in der Post-Production, bei dem Schnurrbart, wo die Schnur zu sehen ist, meinte er, ey, Leute, sollen wir darauf scheißen? Das kriegen wir hin. Das ist so gut gemacht. Das ist der schönste Shot. Oh, der schönste Shot. Ey, der ist so satisfying, der Shot. Ey, das ist so schön. Ist das so, wir haben... Ich habe Thomas gesagt, wir brauchen ein Jenga-Spiel. Und das Problem ist, jeder einzelne Klotz, da stand Jenga drauf. Wo ich da mit Kelly sitze, wo Kelly da mit mir sitzt, was ist Deutsch? Egal. Und dann haben wir das so gedreht, dass es unscharf ist. Und dann haben wir später... Boah, ey. Also ganz kurz, was André sagen will, ist, dieser Jenga-Shot, der ist bei uns gedreht, während das andere in einer Burg in Stolbeck gedreht worden ist. Das heißt, das sind zwei verschiedene Locations, weil wir einen Jenga hatten, wo überall Jenga an der Seite drauf stand. Wir dachten, wir können ja jetzt keine Promo für Jenga machen. Carina hat das sehr hübsch gemacht. Carina hat das sehr schön gemacht. Das ist, also für die Leute, die es nicht verstanden haben... Carina! Das ist quasi aus Pinocchio geworden. Aber voll viele sind bei diesem haben die weggeguckt und dann hingeguckt und haben die es gar nicht mitbekommen. Oh, hier kann ich auch nochmal sagen, wir haben zwei Takes davon. Einmal ohne Bamshop, einmal mit Insider Merch. Wir hatten geile Ideen gehabt und wir dachten, wer soll die denn machen? Wir sind doch turbo im Stress. Und dann hat aber Ming Hatsu, Sascha, nochmal richtig geile Designs umgesetzt. Nochmal vielen Dank an dich. Das ist dasselbe Waldstück wie aus Rapflix. Aha, der Shot hier. Da schneide ich eh nicht rein. So, weiter geht's. Kotmäulchen, wie kommt ihr auf die Idee? Ey, das John war witzig. Ich hab's bis jetzt gesagt. Du hast Kotmäulchen vorgeschlagen. Du hast gesagt, er hat so weiter ausgehauen. Und ich dachte, boah, das ist mega witzig, schreib ich rein. Kotmäulchen hat funktioniert. Kotmäulchen funktioniert. Es ist fäkal. Aber niedlich. Hey, war das nicht schon? Wir dachten so, Kelly hat nicht die richtigen Schuhe an. Perfekt filmen wir die einfach. Die Szene einfach. Da wurde sich im Regentrang drum gestritten, so ob die nachsynchronisiert gehört oder nicht. Genau, wir dachten so, sollen wir das noch sagen, nachsynchronisieren? Weil ich zähle halt an, 5, 6, 7, mach damit wir einfach gehen. Im Gleichschritt fahren. Und wir so, scheiß drauf. Also, Tom und Thomas mussten für diesen Shot, wo die Tür aufgeht, dieser Detailshot, den ihr gerade seht, nochmal 25 Minuten fahren zur Location, diesen Shot drehen und 25 Minuten wieder zurückfahren. Und wir hatten ja eigentlich gar keine Zeit dafür. Wir haben so lange darüber diskutiert. Null einfach. Ja, kompletter Stress. Eine Stunde für diese eine Szene hier. Man muss dazu sagen, während wir Märchen gedreht haben, haben wir quasi zeitgleich das Video für danach gedreht, weil wir das Murmeltier-Video. Richtig. Das Murmeltier-Video, was hier. Schlimm, diese Betrunkenen. Echt mal, also André, ich weiß auch nicht, was war denn da los? Die Fanta war nicht mehr gut, ne? Du hast auch immer noch nicht gesagt, was habt ihr jetzt getrunken da? Ne? War das Fanta? Oder. Was soll ich wohl noch? KGB? Sei nicht so neugierig. Doch, ich bin halt neugierig. Meine Güte. Ich will ja wissen, was sie gerne trinken. Lass mich doch. Mann. Dass du hier einmal alle ausfragen musst. Für. Bist du Scotland Yard oder was? Ja, Bestechungsgeschenke. Sowas so. Weißt du? Dies, das. Fanda. Gut. Ja, André, da musst du durch. Das gucken wir uns jetzt hier an. Hier. Für YouTube und so, ne? Noch gar nicht kennt. Die kennen das noch gar nicht. Aber mehr sagen wir nicht. Oh, was kannten wir noch nicht? John! Hast du es eben gekriegt? Weil er gesagt hat, weil. Videos für danach aufgenommen. Während wir Märchen gedreht haben, haben wir quasi zeitgleich das Video für danach gedreht, weil wir das Murmeltier-Video. Richtig. Das Murmeltier-Video. Aha. Irgend so ein Kartoffelsaft. Der gute alte Kartoffelsaft. Wer kennt ihn nicht? Ja gut, dann... Selbst gemacht? Da hast du bestimmt dann auch noch mal so ein bisschen Kopfschmerzen danach gehabt. Könnte Kartoffelsaft oder Heubrause soll auch gut sein. Muss John, eigentlich pennt er schon wieder? Man weiß nicht. Das Video, was er jetzt noch gar nicht kennt. Die kennen das ja noch gar nicht. Aber mehr sagen wir nicht. John! Hab ich noch nie gehabt. Achso, dann kannst du es gut ab anscheinend. Kappa. Oder fehlt das Kappa? Komm wieder her! So, wir gehen weiter in dem Märchen. Goldöckchen und die drei Bären. Buchung aus. Die ist auch Gold. Was ist da los? Ey! Du, ey! Das ist so geil, das So,
ganz klare Anlehnung an ENEAP von MOP. War übrigens schon eine Anlehnung bei Yo Dicker am Anfang. Dieses Yo, 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 yo. Aber dann wurde gewechselt. Auf Gringo eher. Auf Gringo ist aber. Also wir haben ja immer irgendwo eine Inspirationsquelle. Das sind meistens dann irgendwelche deutsche Rapper. Wie sieht die Spucke aus? Genau, wie teilweise genau. So viel. Wie sieht die Spucke aus? Ja. Das flüssige Seife. Hat man alle möglichen Ideen, wie man Spucke darstellt. Also ihr müsst wissen, da steckt so viel hinter jeder Szene eigentlich. So. Das sind auch, so muss aber auch mal sagen, so gute Reimketten auch letztendlich. Ne? Nee, genau. Die Arme von John. Juice Face oder die Arme von John. Es schade, dass der Clip nicht länger geht, weil du hast danach noch blöder geguckt. Nein, ich kann in der längeren gucken. Version hast du noch blöder geguckt. Das war mir dann irgendwann zu albern. Aber John hat so kleine Mini-Arme. Es sieht so niedlich aus und so hässlich zugleich. Man weiß die ganze Zeit beim Märchen nicht, was man fühlen soll. Was sagen eigentlich deine Eltern, wenn die dich so sehen? Meine Eltern haben mich schon längst enterbt. Das hat auch keiner gecheckt. Ich und Ju in den Bärenkostümen, wir popeln in der Nase und dann schmieren wir das an André ab. Okay, jetzt kommt die Rolle von Thomas. Ihr müsst euch vorstellen, ich wusste nicht, dass ich diese Rolle spiele. Vince sollte die Rolle spielen. Und ich hatte ja nicht irgendein Kostüm an. Ich musste eins von diesen drei Kostümen anziehen, wo diese drei Typen hier den ganzen Tag dran reingeschwitzt haben. Ich war salty hoch 10. Und das Erste, was mir in den Kopf kam, war, ey, scheiß drauf, ich kack auf alles und mach den Brody. Frage ist jetzt, was ist der Brody? Das ist der Brody. Und die Sache ist, ich weiß noch, am Tag bevor es online ging, meinte Juno so, ey, wird der Brody das überhaupt cool finden, weil wir würgen ihn ja am Ende. Nicht, dass der später aggro ist oder sowas, oder sauer ist. Aggro habe ich nie gesagt, ja, oder traurig. Alter. Traurig oder sowas. Ja. Und dann dachte ich nur so, ey, Alter. Wären wir traurig, Nöner? Doch. Diss-Track incoming, sagst du? Ansage. Dann kommt aber Ansage und Diss-Track hinterher. Erstmal nur Ansage ja. Und guck, was passiert. Ja, weil ich krieg keine Reimkette hin. Ja, schade. Ja, belastend, okay. Du bleibst zu essen, gleich kriegen wir noch Burger. Wie du hier lacht. Ich lache. Das war so der Moment, wo wir nur noch One-Taker gemacht haben. Das ist die One-Taker-Phase bei uns. Das heißt, wir nehmen jeden ersten Shot. Weil es 2 Uhr morgens ist und wir nach Hause müssen, weil wir nicht bei der Location sein dürfen seit 2 Stunden. Und das Mikro. Das Mike ist im Bild. Ey, ihr müsst euch vorstellen, wie viel sind wir hier? 2, 4, 6. Keiner sieht, dass ein fettes Mike im Bild ist. So. Vor allem, jetzt ist ja noch nicht mal so ein kleines Ansteckmikro. Nee, das ist also es kommt auf jeden Fall, können wir auf jeden Fall droppen schon mal, das ist unser Versprechen. Das war das letzte Märchen. Nein, warte. Das Märchen in Asozial 5, nicht das nächste in Asozial wird. Das stimmt. Und da war ja auch die Szene, wo der Nachbar sich beschwert. Ey, ganz ehrlich, das war der erste Take. Es war ja Sonntag. Aber wir dachten so, das geht doch besser und haben noch 10 Mal danach gedreht und haben danach den ersten Take genommen. Weil wir die ganze Zeit gerufen haben, es war Sonntag, weil wir drehen auch öfters gerne mal Sonntag, hat jemand so von den Nachbarn geschrien, Ruhe! In den Outtakes sieht man das. Auch wie viel Arbeit eigentlich in diesen scheiß Flaschen stecken. Wieder saßen. Auf jeden Fall Like für Like Bier einmal. Das ist unser eigenes Bier, das haben wir selber kreiert. Ist alkoholfrei. Alkoholfrei. Steht extra drauf an der Seite, alkoholfrei. Okay. Röpser, sag ganz ehrlich, niemand sagt was. Findet ihr Röpser und Pupser witzig? Ja, kommt auf die Situation an. Wir bauen selber einen Furzton in unsere Videos mit ein. Nein. In den Fortnite- oder FIFA-Videos da ist durch. Ich nicht. Aber da ist durchaus der ein oder andere Furzton mit reingekommen. Also ja, finden wir lustig. Mehr sagen wir nicht weiter. Das ist eine interne Sache, die wir danach besprechen werden. Also eine Sache. Einer wird verprügelt. Einer hier im Team wird verprügelt. Einer wird verprügelt. Meine Idee war nicht. Kannst du es nicht sagen? Meine Idee war nicht. Du darfst gar keine Meinung sagen. Hey. Nein. Keiner sagt was. Lieber Gott. Findet ihr die witzig im Video?
Oder sollen die immer rausbleiben? Ja, einer wird verprügelt. Je nach Antwort wird einer... Was sagst du? Rein oder nicht rein? Nicht rein. Nicht rein? Nicht rein. Hm. Dann gibst du die Stimme nicht rein ab, ich gebe die Stimme rein ab. Vielleicht bringt es ja was zu euch. Wahrscheinlich nicht, weil wir jetzt ja egalisieren, aber ist egal. Immer eine Stimme mehr, immer wählen, ne? Wahl. Ja, alles klar. Verprügelt. Aber so richtig so. Einer, der immer darauf besteht, Rülps und Pups reinzumachen. Und so wie ich das gerade mit diesem Ton sage, war ich es auf jeden Fall. Da ist Scooby! Scooby! Hi, Scooby! Ein Applaus für Scooby! Wir waren gerade noch Lyrics am Schreiben, so mega im Flow, mega im Fokus, mega im Tunnel. Auf einmal, Thomas, was soll denn der Berater anziehen? Und wir so, keine Ahnung, wir müssen schreiben. Der zieht sich irgendwelche Sachen, Requisiten an. Wir so, das ist gut. Ich sag immer, Rülpser und Furzer rein, damit für jeden was dabei ist. Genau, André, so sieht es wirklich aus. Ich bin da auf deiner Seite. Na? Nehmt euch ein Zimmer. Ja. Zum Rülpsen und Pupsen. Das ist einfach so ein Scheiß. Mit dem iPad so komplett random einfach. Also. Ey, meine Könige, ja, werden immer Bein noch in Luft. Dann erzähl mal was von dir. Seit 15 Uhr, ich bin allein in meiner Grill. Ja, auf einmal mag es Kick. Goldene Haut, in der Hatte immer das als Gold. Das war auch so witzig, ne? Ich mach so, goldene Haut. Der Wind so, kannst du es noch türkischer machen? Ich so, say no more. Ich hatte so einen Fun da oben mit Vince, Alter. Aber das war der komplizierteste Dreh. Und wir waren alle mega fokussiert, das war der härteste Dreh. Wir so, oder ich so, trinke so Bier. Like-Bier. Alkoholfreies Like-Bier. So. Aber ey, lief alles gut. Wir haben so durchgeballert, wir haben alle Gehirne miteinander verbunden. Wir waren ein groß Gehirn. Drei oder vier Stunden eher fertig. Ja, warte. Die Szene. Da, wo mein Knie liegt, das ist aus dem Frame. Da lag Thomas Ellenbogen. Ich bin voll drauf geknallt. Das seht ihr in den Outtake-Videos. Thomas schreit. Alter Schwede. Ich dachte, mein Arm ist gebrochen. Ich dachte auch. Und ich hab nur gelacht. Und der ganze Mist für nichts. Man sieht nicht mal Thomas. Eins. Wow! Ja, wir haben 0 Uhr. Urlaub. Jetzt ist Urlaub, Leute. 0 Uhr. Wir haben jetzt wirklich 2 Monate durchgeballert für diese Vorproduktion. Ihr müsst wissen, so ein Video dauert generell so oder so 2 Wochen. Das heißt, wir hatten eine Woche Zeit dafür dann halt. Und 80 Bulli-Videos. Nebenbei war live da. Nebenbei hatte Vince auf einmal eine Mandelentzündung. Auch immer noch zweideutig. Okay. Alle wissen, sie sind gekillt. Königlicher Bratan. Was ist los? Bratan, weil er der königliche Bratan aus Bratan. Also so steht, Alter. Das ist auch schon... Körperspannung. Ja, das ist halt wirklich Körperspannung. Ich würde mir so den Rücken brechen dabei. Achten wir dann, ne? Das schickt doch eh keiner. Mega ja, jetzt dummer aber. Witz. Einfach auch so ein Faden, weil diese Kostüme so billig sind. Das ist meine Lieblingsszene. Meine auch. Das ist so gut. Die war halt komplett improvisiert. Wir können wie immer! Yeah! Das hat jeder gesteckt mit dem Fuß. André's Fuß. Kann man ja auch nicht übersehen. Oh, das ist so Krone abfällt. Wir einfach weiter acten. Und wir das auch drin lassen, weil wir haben nur einen Take. Dieser Shot, da ist mir bewusst geworden, wie bescheuert wir sind am Dreh. Vor allen Dingen, wie oft wir das machen. Wir hatten bei Iron Man of the Galaxy so eine Szene, da guckt John mich an. Ey, soll ich einfach mal rückwärts laufen? Und ich so, ja, mach. Und er macht das und jetzt kommt ins Video. In der Szene, June krempelt seine Arme so einfach um auf den Bauch. Ey, soll ich einfach mal keine Arme haben in der Szene? Und ich so, ja, mach. Und das ist im Video. Ja. Ey, ich kann seit diesem Lied, ich stand in der Bäckerei und plötzlich meint jemand, Entschuldigung, und ich warte nur aufs, ja. Und ich höre schon so wie ein zweites Mal kommt, Entschuldigung, ja. Respekt nochmal an Adrian und Chris. Ja, Respekt. Muskeln zum Messen. Null. Das hat aber auch fast niemand gemerkt, ne? Dass die plötzlich kleiner werden. Ja, weil die haben es falsch gehalten. Die hätten es eigentlich richtig Kamera halten müssen. Ja, weil meine Proteindosen waren so groß und die von denen waren halt so klein. Wir hätten vielleicht noch krass. Wir hätten so klein sein müssen. Ja. Wir hätten die so nehmen müssen. Ja, ja.
Egal, wir lernen. Jane! Ja? Ja? Ey, das hat auch der Unge gecheckt, ne? Was? Erik muss immer diese Rollen spielen. Yeah. Der pinke Bart, der Erik hat einen pinken Bart bekommen. Der war jeden Tag mit dem pinken Bart im Büro. True. Und wir haben uns die ganze Zeit gefragt, also bis heute frage ich mich eigentlich noch, warum er nicht einfach geduscht hat. Ich hab so geschrubbt, die ganze Zeit so, es hat nicht funktioniert. Aber ganz kurz, diese Szene, ich hab gelitten. Das ist das zweite Mal, dass mir eine Hose während des Drehs gerissen ist. Ich hab einfach in die Hose unter dem Kostüm. Ihr müsst euch vorstellen, Erik ist gerade darunter nackt. Ich bin nackt, Motherfucker. Oh, unser Lieblingskostüm. Ja. Eigentliches Kostüm ist. Beziehungsweise Johns Lieblingskostüm. Als wir das online gesehen haben, meinte John nur, ey, dann will ich aber auch das Schwein spielen. Yeah, ey. Und das Geilste, ja, diese blaue Hose da drunter. Ja. Siehst du das? Das sind dabei. Und sie starben beide an die. Da bin ich immer noch. Das war auch krass, als ich das Unge wieder gesehen habe. Er war so voll traurig, weil es ein trauriges Ende war. Ja. Er war sehr aber traurig. Er war danach voll glücklich nach diesem Ende irgendwie. Wir schocken die Leute einmal so richtig und dann geben wir denen das Schönste. Billiger geht's nicht. Ey, ganz ehrlich. Als ob nicht jeder Mensch übertrieben glücklich ist. So, das ist so unsere Art von Happy End, müsst ihr euch vorstellen. Ja, wir machen das für Revi. Wir haben Revi jahrelang gedisst. Ey, das ist wirklich, und wir machen hier weiter. Das ist kein Diss. Ja, das, aber im Moment-Video. Im nächsten Moment-Video wird er wieder gedisst. Das war's auch schon, Leute. Platz 2 auf den Trends. Wir waren Platz 1. Wir waren Platz 1. Ja. Krass, ja. Ein Fünftel von unseren Views. Hat euch das gefallen, dass wir einfach mal über die Hintergründe des Drehablaufs sprechen, einfach mal euch erzählen, was einfach so nebenbei noch passiert ist. Märchenadelszeit Teil 4, die offizielle Version, Main Video, checkt es ab in der Videobeschreibung. Leute, checkt auch nochmal bei den ganzen anderen Leuten, die wir in der Videobeschreibung verlinkt haben, ab. Und Spotify. Insider Merch, Spotify. Alles in eures Playlist. Playlist, reinjoppen. Und wir sagen, wir feiern jetzt unseren Urlaub, denn wir haben es geschafft. Die erste Vorproduktion unseres Lebens, die funktioniert hat. Alter. Entschuldigung. Entschuldigung. Also, ich fand das mal interessant, so wie die das aufgebaut haben jetzt. Das ist wie mit dem Vincent Lee. Mit ja, genau. Wo er das so, ne? Als ja, Produzent erklärt. Aha, ja. Also, schmackhaft. Freunde, supportet Julian bitte ganz viel, damit die noch ganz viel solche tollen Videos machen können, worauf wir reagieren können, aber ich finde... Also, das ist YouTube Deutschland, das ist einfach sehr stark. Das ist wirklich, das ist YouTube-Niveau, wie man das sehen will, nicht die ganzen anderen komischen Kram da, sondern sowas. Sowas muss man sehen. Das finde ich ist, ja, ist Wahnsinn. Richtig, weitermachen so. Ich würde sagen, halt die Haare. Lasse wehen, bis zum nächsten Mal, Freunde.